Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach, naja, neuen Schlamm nachzutanken? Wir sind doch nicht verrückt! Ach nein. Nein. Beim einzigen Moor in diesem Wald sitzt ein Schroff. Und davor müssten wir noch bei diesem verrückten Windmönch vorbei. Also ich laufe schon die ganze Zeit hier herum. Und da ist Ihnen noch nichts passiert? Nein. Ich passiere anderen. Oh. Man muss also nur Sand mit Moorwasser mischen, damit das Ding wieder läuft? Das klingt so simpel. Ja, so als würden wir hier nur unnötig rumsitzen. Wir könnten Honig reintun. Die drei sind ja so cool. Ihr zeichnet also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Ärologen. Ärologen, ja. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Wie lange zeichnet ihr schon an der Karte? Nun ja, wie lange? Ein Jahr? Zwei Jahre? Oh Gott. 10 Jahre? Seit letztem Dienstag. Ach, keine Ahnung. Ich kann zwar Windströme auf den Millimeter genau bezeichnen, aber ich weiß nie, wie spät es ist. Bezaubernd. Ja. Dieser Ort auf der Karte. Wenn sie doch nur vollständig wäre. Dieser Ort könnte alles sein. Es könnte ein neuer Windbrunnen sein. Es könnte eine Stadt sein. Es könnte eine Einkerbung im Universum sein. Es könnte der Ort sein, an dem mein Vater ist. Ja, könnte. Ich muss los. Ne? Hätte, ach, Fahrradkette. Bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Ja, dann arbeitet mal weiter, Kollegen. Wir schauen uns derweil hier um. Tank öffnen. Okay, da ist die Maschine. Hier ist der Auspuff. Die Windkarte zählt. Wir müssen also Schlamm finden. Schlamm ist, glaube ich, kein Problem. Und dann Sand. Wo kriegen wir denn Sand her? Die Maschine zielt auf das komische Vieh am Waldrand. Genau, was ich gedacht habe. Gar nichts. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Genau, so ist es nämlich. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Na, okay, hier ist der Auslöser und Tanköffnung. Der Tank ist voller Honig. Öffnung. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Öffnung. Ja, okay. Können wir in das Zelt rein? Moment. Zack. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Ja, die sind ja schon ein bisschen länger hier. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Der hat aber auch wirklich gar keine Ahnung hier. So, Windkarte. Ich muss den geheimen Ort suchen, auf den die Karte hinweist. Vielleicht finde ich dort meinen Vater. Ja, aber dafür müssen wir die Maschine natürlich erstmal zum Laufen kriegen. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Das ist ja echt bitter. Ich dachte, seit letzter Woche Dienstag. Okay. Ah! Eine schreiende Stelle finde ich ja mal so geil. Was es hier nicht alles gibt. Phosphorus haben sie natürlich auch, damit es nicht zu dunkel im Lager ist. Ja, braucht man heutzutage, ja. Und ja, wir brauchen Moorschlammgedöns. Kann man das dann damit auffüllen? Wow, dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Ach Mann. Hier. Was soll das bringen? Weiß ich soll doch ich noch es umrühren? Nicht. Ja, mach das doch. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Kann man hier ein Loch einmachen? Hatten wir das eben? Hatten wir bestimmt eben schon. Na gut. Nein, das bringt. Lalalala. Hier ist auch noch eine Stelle im Moor.
Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe? Tolle Idee. Die Antwort lautet nein. Nein, natürlich. Nimm das Schilfrohr einfach dazu. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Damit? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja. Tut mir leid, Laura, aber ich weiß es doch auch nicht. Wir haben ja auch noch nicht so wirklich viele Sachen momentan. Wir brauchen ein bisschen mehr Inventar, habe ich das Gefühl. Vielleicht können wir den Leuten ja hier irgendwas klauen. Nehmen wir die... Ach, den Globus. Komm, wir nehmen uns den Globus jetzt mit. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Es ist nur ein Globus, okay? Eine abstrakte Nachbildung. Ja, danke. Gibt's noch irgendetwas? Hey, ihr habt doch sowieso nichts zu tun. Ich muss euch noch mal was fragen. Okay, da gibt's aber nichts Neues. Ach, bevor ich es vergesse, könnten Sie das... Nein. Oh ja. Nein. Vielleicht lebe Nein. ich Liebe. Nein. Aber wo kriegen wir denn Sand her? Wo kriegen wir denn überhaupt hier? Sattel? Ein Sattel auf einer Tonne? Das ist ja zum Sitzen vielleicht gar nicht so schlecht. Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Das stimmt natürlich. Hm. Kann man hier schon mal auslösen? Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Mach das, aber da passiert ja nichts. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Nee, leer. Sehr, sehr leer. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Wir müssen den Typen doch irgendwie hier wegbewegen können. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ja, 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 ja. Wir können das da reintun. Gutes Beispiel von bringt nichts. Ja, also wie kommen wir denn an die Brille am besten ran? Ist hier noch irgendetwas? Globus. Windkarte. Zelt. Hatten wir das schon? Nein, da drin riecht es komisch. Da riecht es komisch. Wir sind ja auch nicht die Putzfrau. Ah, hör mal auf zu schreien. So. Gehen wir noch mal kurz hoch. Hier ist auch noch ein Schild. Fallen sind... Eltern haften für ihre Kinder. Ja, sehr nett. Sehr nett. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch zum Robert. Ich hoffe, der hängt da immer noch. Der lässt sich ja jetzt schon einige Zeit da oben hängen. Nicht, dass das Seil irgendwann reißt. Ihr habt ja gesehen, das geht langsam, aber sicher zur Neige mit dem Seil. Kann man nicht den Pfeil irgendwie rausziehen? Ja. Nein. Nein. Okay, dann nicht. Naja, also hier oben können wir wirklich nicht so viel machen. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Naja. Er hat einen Brustbeutel. Kein Wunder, dass er tot ist. Wir kommen aber nicht dran, oder? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Hm. Gut, gut, gut. Ja, wir können unglaublich viel hier gerade machen. Ja, Creme haben wir auch nicht für den Phosphos. Bremsspur. Aussicht. Nee, die Früchte können wir natürlich auch nicht mehr nehmen. Hm, wie kriegen wir denn jetzt die Brille da raus? Gutes Beispiel von bringt nichts. Müssen wir nochmal mit dem Schilfrohr? Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Ach ja, ach ja. Fallen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Aha, okay, Eremiten. Wie stellst du dir das vor?
Tja, keine Ahnung. Gehen wir nochmal zu den Verrückten etwa? Nein, nein, jetzt bin ich... Nein. Ja, super, jetzt bin ich wieder da hochgerannt. Nein. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mit Robert nochmal rede... Oder... Höchstens, wenn ich zweimal noch mit ihm rede, dann fällt er runter, weil das Seil dann einfach kaputt geht. Weil er zieht ja jedes Mal an dem Seil. Und dann schießt er auch immer auf uns. Das Glätt sieht übrigens auch richtig cool aus. Und dann die Mütze erstmal. Ah, jetzt sind schon ein paar Gestalten da unten. So, jetzt gehen wir aber nochmal hier zu dem Lager. So, hier, komm. Na? Na, ja, schon wieder. Die Maschine zielt auf den verrückten Alten im Baumhaus. Ja, wir brauchen aber noch Sand und Schlamm. Ja, was gibt's denn hier noch? Ich muss den Geheimen... Vielleicht finde ich dort meinen Vater. Den Sattel kriegen wir nicht. Wir kommen hier nicht dran. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Nicht rumblödeln, ich... Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Ach so, das können wir natürlich dann beides machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir dann auf den Schroff zielen. Aber, beziehungsweise dann auf den Mann im Wald, auf den ollen Windmenschen da oben. Aber das bringt uns ja alles gar nichts momentan. Weil die Maschine funktioniert ja gar nicht. Aerologie. Vom Winde verweht. Wind. Ja, ja, okay, alles klar. Sie nennen sich Aerologen. Ich nenne sie Volldeppen. Lara ist immer so... Lara, ich nenne sie jetzt schon Lara. Das ist bestimmt Lara Croft. Nein, Lara ist immer so direkt gleich zu den Leuten. Hey, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Ich muss euch nochmal... Habt ihr gar nichts mehr zu sagen? Ich muss los. Ach, bevor ich es... Nein, nein, nein. So soll... Aber welche... Vielleicht ein... Was ist... Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Ja, ja, tja. Einen Auspuff können wir nicht mitnehmen. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Ja, das ist total sinnlos. Aber hier ist doch gar nichts mehr, oder? Wir brauchen irgendeinen Behälter oder sowas. Wo ist denn eigentlich der Helm hin? Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja, aber... Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Also kein Fluggerät mehr. Mit bloßen Händen kann ich hier nichts ausrichten. Dann mit einem Schilfrohr? Ja... Nein. Dann mit einer kleinen Dose? Keine gute Idee. Ach Mann, Laura. Mann. Kann man das... Warum kann man das nicht... Was ist... Warum kann man den denn nicht kratzen damit? Hey! So, hier ist nichts. Kann man hier auch umrühren? Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Ja. Ich weiß nicht, was ich damit... Ja, das weiß ich auch nicht. Du bist dafür zuständig. Mann! Kann man hier gar keine Falle mitnehmen? Aber hier muss auch irgendwas liegen, was man mitnehmen kann. Ich meine, hier ist ja sonst nichts, außer diese seltsamen Gestalten und das Phosphor da hinten. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Na, gar nichts. Das ist ein Schild, das kannst du gar nicht mitnehmen. Das bringt ja gar nichts. Der Schrof meinte, hier soll eine Brille... Ich frag mich, was sich in den Untiefen dieses Moors noch so versteckt. Möchtest du das denn überhaupt wissen? Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe? Tolle Idee. Die Antwort lautet, nein.